Moin Moin Sportsfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei Sportsalot willkommen, ich bin Matthias Wölper und heute werden wir ein paar Beinübungen machen. Ja, für ein dynamisches Auftreten werden wir heute die Beine vornehmen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, dieses Workout wird dementsprechend sich nur auf die Beine fokussiert sein. Ja, dass du in Form kommst, dass du ein schlankes Auftreten hast. So, jetzt werden wir versuchen, die Temperatur erhöhen. Wir werden jetzt langsam bzw. ein bisschen tippeln auf der Stelle. Ja, joggen auch so schnell wie du kannst. Ne? Gibst mal ein bisschen Energie rein. Ja, ne? So schnell wie es geht. Ja, du kannst das natürlich auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil du dir denkst, so wow, du bist ein bisschen älter, brauchst ein bisschen ruhiger. So, klassische Kniebeuge. Ja. Füße zeigen nach vorne, hüftbreit aufstellen und runter. Ab geht's. Wir bleiben dynamisch, wir gehen tief runter und hoch. Runter und hoch. Ja, setz sie ganz tief an, komm wieder hoch. Bleib dran, die letzten 5 Sekunden oder 4, 3, 2, 1. So, Armstütz. Rücken freundlich zum Boden. Armstütz. So, jetzt werden wir versuchen mit einem Sprung nach vorne und zurück. So raus. Und zurück. Ist ganz stabil versuchen, im Oberkörper zu bleiben. Ja, wir machen so einen halben Frosch. Atmen. Und hüpfen. Und hüpfen. So. Wow. Jetzt setzen wir uns hin. Ja. Jetzt versuche ein bisschen in die Rückenhaltung zu gehen. Lehn dich an. Jetzt tippelst du den rechten Fuß über das linke Bein hinüber. Ja? Merk den Impact im Oberschenkel. Ja? Du kannst auch gleichzeitig das Bein anheben. Dann gehst du ein bisschen zurück. Ne? Mach kein Hohlkreuz. Lehn dich zurück und heb das eine Bein an. Ja. Ja. Andere Seite. Ja. Linke Bein geht über das rechte Bein. So. Und noch 5. 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum einen sogenannten Mountain Climber. Mountain Climber, du gehst in den Armstütz und hebst und ziehst das Knie zum Ellbogen. Ja? Und wenn du ein bisschen mehr willst, gehst du gleichzeitig noch ein bisschen in die Armbeuge rein. Dann hast du was für den Oberkörper noch dazu. Ja. Sehr gut. Komm nach oben. Jetzt werden wir die Waden trainieren. Ja, du gehst ein bisschen in die Beine. In die Kniebeuge, ein bisschen gebeugte Haltung und hebst die Waden an. Ja. Aber von der Seite, ich heb wirklich nur die Füße an. Ja. Waden
sind meistens immer frei im Sommer und sollen natürlich super aussehen, ne? Ja. Jetzt kommen wir zur Stabilität. Wir gehen einfach nur mal in die Kniebeuge und halten. Ne? Egal wer, Männer oder Frauen, kommen dadurch auf ihre Kosten. Männer wollen ja immer mehr große Muskeln haben und Frauen eher schlanke Beine. Ja. Wenn du mehr willst, kannst du ein bisschen dippen nebenbei. Sehr gut. Das machst du toll. Merkst du, wie du deine Körpertemperatur hochgeht? So. Jetzt fangen wir wieder an, auf der Stelle zu laufen. Ja. Atmen. Ne? Du merkst langsam, wow, ich fange an zu schwitzen. Eventuell brennen Muskeln. Aber das ist genau das Richtige, was wir wollen. Heute ist es Zeit, wieder bis zum Äußersten zu gehen. Bis an den Grenzen dir sagen, hey, es wird Zeit, aktiver zu werden. So. Klassische Kniebeuge. Wieder Beine ausrichten und runter. Und hoch. Runter 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 und hoch. Runter. Ne? Wer mehr will, geht noch tiefer. Ja. Und macht es natürlich auch intensiver. Kann natürlich mehr Power reinlegen. Er wird schneller. Ja, spürst den Impact, desto tiefer du gehst. Ja, aber das ist es doch heute. Das wollen wir doch. So, jetzt kommen wir wieder in den Armstütz. Heben an und hüpfen wieder. Die Füße zum Wow, das ist anstrengend. Ich vergrab hier langsam was. Ich mache gerade mal hoch, vorne hüpfe. Wow, jetzt auf dem Boden mit dem Gesäß ein Bein ausstrecken und dann mit den Händen eine Stütze vorne gesucht und das linke Bein über das rechte Bein. Getippt. Ja, nicht durchhängen. Halt dich gerade. Ja, spürst du es im Oberschenkel? Sehr gut. Ja, hast du das Gefühl, das ist zu schwer oder es ist zu leicht, hebst das Bein an nebenbei, versuchst die Balance auf dem Boden zu haben und hebst das Bein an und tippelst weiter. Ja, jetzt in den Armstütz wieder. Schütz und ziehen wieder die Knie zum Ellbogen. Halt den Rücken gerade. Ja, mach es so intensiv wie möglich, aber auch so angenehm wie nötig.
ne? Halt dich stramm, halt dich stark. Ja, du sollst dich ja wohlfühlen dabei. Na, alles, was du tust, tust du für dich. Sehr gut. Jetzt einmal hochkommen. Wieder diese Wadenübung. Wieder Hüftbrett aufstellen und anheben. Na, du bist nicht alleine. Wir machen das zusammen. Werde aktiv und glücklich. Du machst das sehr gut. Ich bin sehr stolz. Ich fange an zu schwitzen, komme wieder in meine glänzende Zeit. Wow. So, jetzt sollte eigentlich der Organismus so weit angeheizt sein, dass er Kalorien wieder verbrennt. So, jetzt Stabilität wieder, atmen nicht vergessen. Einatmen, ausatmen. Ja. Und Stabilität halten. Wir gehen in die Kniebeuge und halten. Halten. Ja. Ja, das ist super. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt das sehr gut gemacht. Eine statische Übung. Viel. Wir haben die Beine aktiviert. Ich hoffe, du bist am Schwitzen, wie ich auch. Und vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir was da für die nächsten Folgen. Peace!